herzlich willkommen zur zweiten Kampagnenfolge von Conan the Barbarian the Board Game. So, was ich alles kann. Barbarian. Ja, wir spielen weiter. Kampagne Teil 2. Ihr habt euch entschieden, nicht, denn ihr habt einfach nicht, ihr habt euch einfach entschieden, nicht uns zu beeinflussen. Auch in Ordnung. Deswegen haben wir jetzt einfach mal den Würfel entscheiden lassen, wie wir weiterspielen. Und genau. Beziehungsweise der Würfel hat sich dazu entschieden, dass er uns auf die Pfad des Noleades schickt. Und deswegen spielen wir jetzt Szenario 4, wenn die Toten wandern. Die Toten. The Walking Dead. Ja, wir haben einen Haufen Tote, wir haben einen Haufen Skelette. Ja, das gefällt mir. Und irgendwas anderes, das kommen wir später noch dazu. Genau. Was sind denn die Ziele? Die Ziele schauen so aus. Wir, beziehungsweise ich, die Helden, müssen den bösen Anführer, den Scutus, vor Ende von Zug 8 ausschalten, damit sein böser Fluch ja, gestoppt wird. Okay. Und der Overlord muss quasi einfach nur verhindern, dass der Scutus drauf geht. Also er darf nicht drauf gehen. Richtig. Okay. Besonderheiten des Szenarios. Wir haben einmal alles, was auf dem Brett ist, plus der Flo hat hier nochmal so eine kleine Meute an Skeletten, die er noch als Unterstützung bringen kann. Okay. Er hat zwei dieser Event-Tiles, damit schwenken wir jetzt einfach mal auf diese Kamera. Nein, die ist besser. Auch, ja, ich weiß gar nicht. Ja. Denn doch. Wir haben jetzt hier zwei dieser Raben-Tokens. Wir werden es sehen, genau. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich da gar nicht drauf, glaube ich. Ist egal. Wir haben zwei dieser Raben-Tokens und mit dem einen kann er einmal die. Oder beziehungsweise er kann damit die Skelette wieder beschwören. Wieder aufs Brett zurückbringen. Oder den dicken Mann, den er da gerade durch die Gegend schiebt, beschwören. Ja. Genau, das sind so die beiden Dinge. Besonderheiten sind noch, dass der Scutus so viel Rüstungspunkte hat, wie Skelette auf dem Brett sind. Ja, das gefällt mir. Mir nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Rüstungspunkte. Momentan, ja. Ins Gesicht. Genau. Gut, und ansonsten haben wir noch ein paar Besonderheiten beim Szenario, dass man zum Beispiel von hier nur da, also dass man zwar reinschauen kann, aber irgendwie nicht durch und ja, das machen wir dann halt, wenn es ja, dann müsstest du ja um die Ecke gucken können. Ja, es ist halt extra aufgeführt. Man kann noch von der Mauer runterspringen. Ja. Man kann auch von der Mauer runterspringen, das gibt dann kostet 2 rote Würfel an Schadenspunkten. So wie beim ersten Szenario. So ungefähr, ja. Genau. Hier kann man für 2 Bewegungspunkte hoch oder runter klettern, außer man hat die Fähigkeit klettern, dann kann man einfach so hoch. Jo. Es gibt 4 Kisten. Jawohl, Loot, guter, netter Loot. Der Lootstapel, den haben wir hier und genau. Optionale Ziele? Optionale Ziele sind einfach mal, wie am Ende vom letzten Video schon angesprochen, eine komplette Gegnergruppe auslöschen. Ja. Oder alle Kisten looten. Okay. Genau, das war's. Oder für mich wäre es wieder einen von deinen Leuten weg zum Meucheln oder alle am besten. Genau. Oder der Oberbösewicht Overlord stirbt nicht oder so ähnlich. Nee, da kannst du es ja nicht gewinnen, du musst ihn ja umbringen, ne? Genau. Wow, WTF, das ist ja krass. Letzte Besonderheit, die jetzt den da freuen wird, dein Kasper Mongo da kann zaubern. Der hat nämlich auch einen Zauber. Ja. Das ist dieser hier. Der nimmt quasi einfach nur einen meiner Charaktere, einen Würfel von, einen Edelstein von grün auf rot. Sag's also halt einfach, sag Edelstein. Von frei auf benutzt. Und wenn du mehr Erfolge würfelst mit deinen orangen Würfeln, als ich Verteidigung würfeln, machst du auch nochmal diese Differenz an Schadenspunkten dazu. What the fuck? WTF, wie geht er denn ab? Kostet dich allerdings 2 Edelsteine. Okay. Ja, Problem ist auch, im Vergleich zum letzten Szenario bekommt er nicht nur 5 pro Runde wieder, sondern 7. Oh. So, und bevor ich ihm jetzt noch einer abgeht, würde ich sagen, fangen wir an. Genau. Kurz die Story und dann. Und dann fangen wir an. Fangen wir an. Szenario 4: When the Dead Walk. Making the most of the advance paid by Count Alberico, Conan soon charters a ship and sets up a crew to rejoin Kemi, the largest port of Stygia, in order to find Noliades. Having plundered the coast when he was a pirate, daher auch der Name Amrad the Lion, eigentlich ist es ja Conan, aber nochmal so nebenbei. He knows it well and the Kimmerian chooses to anchor the ship in a small bay downstream of the mouth of the Styx and the black walls of the city. According to Publio's information, the plunderer must go to the lost tomb of Scutus,
A former high priest of the snake god Seed. Yes. After several hours of extremely demanding progress in infernal heat through a marshy area overgrown with mangroves and lianas and infested with snakes and crocodiles, the mercenary comes across the ruin of an ancient mausoleum concealed beneath the luxuriant vegetation. This thing here. Scarcely have they crossed the entrance of the edifice when a feverish-looking Stygian comes out to meet them. What are you doing here? No one knows the existence of this place. An icy flash passes through the azure eyes of the Cimmerian. Your appearance is certainly deceptive, Noliades, but your accent remains that of a Cimmerian. We are not here for the treasures that you seek, but on the traces of the crook who took the daughter of Count Alberico. Speak and we will leave the premises here and now. Hm? Wie es halt so ist, ne? Genau. As the Cimmerian prepares to speak, the ground suddenly starts to vibrate and a demonic laugh coming from the depths of the earth invades a devastated mausoleum. The soul of Scutus is still linked to his tomb, ready to punish violators. Yeah. A skeletal hand emerges from the ground to grab Conan's ankle. Was ist der hier? So sieht er aus. Genau, das ist die Situation. Wir haben quasi den Noliades vor der Tür gefunden und jetzt müssen wir erstmal uns unsere Haut erwehren, bevor wir überhaupt die Informationen von ihm bekommen. Und auf geht's. Okay, wir beginnen das Spiel mit den Helden und die Helden haben 8 Runden Zeit, um Scutus zu vernichten. Es wird nicht schwer, so wie der aussieht. So, was wir auch noch festgestellt haben, ist, dass die Skelette leicht unterschiedlich sind, aber das... Richtig, das kriegen wir im Spiel dann das nochmal mit. Richtig, das ist aber für mich ganz besonders wichtig, denn ich weiß nicht, wo ich draufhauen muss. Ja, genau. Warum hat der Meister hier, der Bösewicht, eigentlich so ein, weißt du, so ein Sichtfeldschutz? Weil es keine versteckten Informationen gibt bei Conan. Oh. Genau, und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich, und zwar mit Amra the Lion, der einfach mal mit seiner Axt... Warum habe ich eigentlich mal die König der Löwen Musik im Kopf, wenn ich Amra the Lion höre? Circle of Life! Oh, gegen wen gehst du denn überhaupt? Gegen die roten Skelette auf meinem Feld. Alle oder gegen. Achso, nee, das kann, ist ja. Ach, hier ist ein genau. Ding, ne? Ja, halt gegen eins. Ich kann nicht. Weißt du, hier waren sie am Feuer gestanden, hatten gerade eine schöne Geschichte, dann kommst du und machst alles kaputt. Ne, ja, kann ich jetzt auch nicht machen. Zwei. Das wären zwei Treffer. Die Roten haben keine Verteidigung. What? Wenn sie möchten, können sie würfeln. Kostet mich ein Edelstein pro, ein Edelstein pro Dingens, genau. Was ist gemacht? Zwei Schaden? Das heißt, du müsstest zwei Erfolge würfeln. Naja, ist mir schon klar, mit orangenen Würfeln. Aber sonst wären beide gleich weg, ne? Einer. Ach so. Ich habe ja keinen Rundumschlag. Ach, schade. Stimmt. Das war ja das. Es ist auch gut so, dass du keinen hast. Ja. Passt schon. Nee, es hat niemand einen Rundumschlag von dir. Nee, hat auch keiner. Ja, Gott sei Dank. Ich gucke nur, was ich habe. Nichts hast du, gar nichts. Ich werde dir alles aus deinen toten, kalten Händen nehmen! So, ich werde mal... Ja, das ist wieder so eine Geschichte halt, ne? Jetzt fängt schon wieder an. Jetzt fängt schon wieder an, Herr Bösewicht. Fragen über Fragen. Ist es notwendig, das zu tun? Ja, ich... Zwei, ne? Zwei Würfel. Mhm. Okay. Gewagt. Mhm. Wo soll ich hinwürfeln? Sagt mal. Sagt mal was, liebe Zuschauer. Wo soll ich hinwürfeln? Guck mal, hier so. Ja. Eigentlich müssten wir... Oh, hier ist, glaube ich, gut, oder? Ja, das ist gut. Dann fällt es, glaube ich, nicht ganz aus dem Bild. Drei. Hm. Na gut, hau mal nochmal zu. Nochmal für eins. Hau ab. Wuhu. Go, go. Drei. Ja, wir können uns jetzt hier aufarbeiten, ne? Jetzt habe ich schon angefangen, ne? Nachdem ich ja immer 7 zurückbekomme. Da nochmal 12. 3. Also, kann ich länger. 2. Ja, leck mir doch am Arsch. Ich muss halt jedes Mal 2 bezahlen. Ne, ist mir zu... Hey, okay, nimm ihn raus. Das wird mir zu viel. Alles klar, hauen wir um. So, dann... Ich habe mir noch... Ich starte mit 5, ne? Ich habe mir die Edelsteine noch gar nicht rüber. Die 2. What?
Dadurch, dass ich ja aktiv bin, kriege ich ja 2 jede Runde zurück. Achso, dann kriege ich auch noch 7, ne? Wenn du dran bist, kriegst du 7, ja. So, nächster Angriff. Auch wieder auf den roten. Jawohl. Also da muss ich jetzt mal also mit einem, ne? Ja, mach 3. Alles klar. Raus damit. So, wo muss ich überhaupt eigentlich hin? Keine Ahnung, du willst bestimmt alle Kisten looten und meinen Buddy hier, Jesus, umbringen. Ja, Kisten looten ist eh sehr... Das ist ganz schön verteilt hier alles, sehr, ne? Empfehlenswert. Deswegen würde ich sagen, rennen wir auch gleich mal mit der Belit voran. Und zwar 1, 2 daher. Ja. Alter, gegangen ist gegangen jetzt. Macht keinen Unterschied. Genau. Naja, wir fangen jetzt mal hier richtig an zu spielen. Oh. Später, wenn ich mich verlaufe, dann werden wir das revidieren. Deswegen hat der Film jetzt leider im Moment auch einen kleinen Wackler gehabt. Und plötzlich stehen alle Figuren ein bisschen anders. Okay, genau. Und dann 2 Würfel, um die Kiste aufzumachen. Ich brauche 2 Erfolge dafür. Schauen wir mal, was... Oh, ich brauche 2 Erfolge mit diesen Fingern. Hände wie Holz. Möchten Sie diese Kiste öffnen? Scheiße. Oh Mann. Oh. Warum hat er mich geschickt? ist doch scheiße. Ich stelle mir gerade so ein übergroßes Schloss auch noch vor, weißt du? Wo drauf steht, öffne mich. Push this button. So eine Scheiße. Ja, ja. Okay. Schön. Ach, crap, ey. Belit, du siehst sexy aus, kannst aber leider keine Truhen öffnen. Na gut, dann kommen wir halt einmal mit dem Ngora. Oh ja, der hat das letzte Mal auch recht gut Kisten geöffnet. Wobei, ich könnte mit dem auch einfach fernkampfmäßig ein bisschen rumballern. Ja, klar. Das machen wir auch. Und zwar einen Würfel für einen orangen und einen gelben, einen Edelstein für einen orangen und einen gelben auf den roten hier. Mit dem Bogen. Und den gelben kann ich neu würfeln, wenn ich das möchte. Das möchtest du auch? Einen. Eins. Ich verteidige den mit 2 Würfeln. Weil du willst mir gerade die roten Typen hier wegrotzen, damit du dein erstes Optionalziel nämlich erreichst. Eins langt. Ja, ich weiß. Aber ich schieß nochmal. Echt? Das brauche ich nicht verteidigen. Und ich schieß nochmal. Und ich schieß nochmal. Okay, 2. Okay. Wie viel passen da? 5 kann der. Okay. Dann nimm ihn raus, dann kriegst du dein erstes Optionalziel, weil du willst ja auch ein paar XP earnen. Dort. Jawohl. So. Aber ich bin trotzdem noch nicht fertig, weil wir haben ja da drüben auch nochmal einen stehen. Aber den hauen wir jetzt im Nahkampf um. Machen wir das? Nein, das machen wir nicht. Der hat schon, der kann nichts mehr. Der kann noch 3-mal und der ist noch gar nicht gelaufen. So schaut's aus. Dann haut die jetzt hier mal ihre Boris Rage drauf und zaubert das Skelett um. Oh Gott, die alte Frau. Und zwar 2 orange Würfel, wenn ich mehr Würfel als deine Verteidigung. Der hat ja keine, doch der blaue hat eine Verteidigung. Dann kriegt er so viel Schaden wie Differenz. Das sind 2. Ja, eine Verteidigung, das heißt, du hast einen mehr, das heißt, er kriegt so viel Schaden wie ein. Das heißt, er würde einen Schaden kriegen, wäre tot, außer du möchtest irgendwie würfeln. Nö. Alles klar. Dann kannst du noch gehen. 1, 2. Ja, bitte. TBC. Am Anflug, ja. Ich will nach dem Spiel nicht so aussehen wie die Skelette. Komm, du marschierst daher und der Ngora geht. Der Selata hinterher und schlägt da mal um sich auf ein Skelett mit 2 orangen Würfeln für 3. WTF, ey. Und dann machen wir doch mal noch eine Kiste auf. Machen wir noch eine Kiste auf. Du hast 2 Erfolge, hast gesagt, gell? Ach, na also. Eine Kiste. Ein Explosive Orb. Okay. Eine Handgranate quasi. Die heilige Handgranate von Antiochia. Genau. Muss er auch bis 3 zählen? Nein, okay. Nein. Okay, Die Selata könnte noch... ach, die macht auch mal noch... Komm,
Soll der Geiz. Zwei gelbe Würfel. WTF, weißt du, die gelben Würfel sind so ein Scheißdreck halt. Die sind so kacke. Ja, und dann wurde der 4. Ja, genau, voll schön. Und weil wir noch nicht durch sind, komm, macht Politik auch nochmal die Kiste aufzumachen. Damit hier mal der Ruhe ist. Komm, lass noch, gib aus. Das ist doch. Jawohl, jetzt so. So, zack. Und die bekommt ein Chainmail. Woohoo. Oh. Das ist gut für sie, weil sie hat sonst nichts an. Okay, das waren die Helden. Ich möchte nicht mehr tun. Somit, ja, darfst dann du tun. Tun. Gott, teure Runde. Für nix und wieder nix. Wieso? Naja, okay. Also ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Du hast alle Roten weggemacht, drei Graue und zwei Kisten geöffnet. Also nix und wieder nix kann man jetzt dann mal nett haben halt. Diese alle Roten weggemacht möchte ich noch notieren, bevor das vergessen wird, ja. Death of a Minion Unit Tile. Jawohl. Schmeckt ja gut, das Ding. Aber einen. Gibt's einen Erfahrungspunkt. Woo! Schon besser als null Erfahrungspunkte. Bin der König. Du bist dran. Sie bekommen 7 zurück. Herr Minion. Überlord. 3, 6, 7. So, die sind ja tot. Die kann genau. Ich noch nichts mehr machen. Ne? Skutus hat 3 Lebenspunkte. Du hast nochmal kurz mit den beiden Dingern die Möglichkeit, Skelette wiederzubeleben. Wiederbeleben läuft in dem Fall ein kleines bisschen anders als in dem Einführungsszenario, sondern du darfst einfach 2 Skelette wiederbeleben. Hm. Und die starten immer bei, beim neben Skutus oder was? Genau. Ah, okay, alles klar. Einfach 2 Stück. Und die andere Möglichkeit ist, dass du eben eins dieser Dinger durch ihn hier ersetzt. Okay. Und dann kriegst du den dicken da dazu. Ja. 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 Wenn mal was tot ist, bleibt es tot, ne? Also ich kann das Kärtchen jetzt nicht wieder rumdrehen und sagen, ey, da sind sie wieder. Wenn du die Roten wiederbelebst, schon. Ach so. Also das könnte ich jetzt tun zum Beispiel. Genau. Hm. Dafür müsstest du sie halt für 3 wiederbeleben. Ja. Oder für 7, je nachdem. 3 oder 7. Nee. Das sind sie mir alle nicht wert halt. Ist eh momentan alles sehr teuer, muss ich sagen. Also für 3 würde ich erstmal den Ding tauschen. Zu meinem Monstertypen da. Okay. Ne? So. Dann kommt das Ding jetzt nach hinten. Und jetzt wird das linkeste durch den Typen ersetzt. Okay. Und er erscheint hier hinten mit 8 Lebenspunkten. Okay, alles klar. Und der fällt jetzt ganz weg. Der ist jetzt raus, ja. Alles klar. Das waren mal die 3 schon mal wert. Dann machen wir Bewegung. Bewegung. Wer? Die blauen. Ja, was? Wer? Ja. Nix, was so viel kostet halt. Das ist ja monstermäßig halt. Es spiegelt so geil durch die Softboxen, dass ich nicht mehr sehe, was hier wo ist, beziehungsweise. Das ist, ja, aber das ist keine Wand, ne? Da ist keine Wand dazwischen. Nee, nee. Okay. Okay, die dürfen laufen. 2. 2, ja, die dürfen 2 laufen. Dann würde ich sagen, 1. Ja, sie dürfen, sie müssen ja nicht, ne? Mhm. Okay, das war's dann. Das war das erste Mal das da. Das war's. Und ja, genau, ich habe den einen Typen. Genau. Noch die blauen nach hinten schieben, die 2 genau. Zahlen und dann. Bleiben die 1 immer auf 1 jetzt? Die bleiben so lange auf 1, bis du sie entweder für 1 nach hinten schickst. Also ja, bis du sie für 1 nach hinten benutzt. Ja. Egal ob tot oder nicht. Okay. Okay, Runde 2. Haben wir hier schon das Ding gemacht? Ja. Runde 2. Da ist auf 1. Okay. So. Ich bleib mal aktiv. Auch wenn das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so. Wobei, ich kann natürlich einfach mal. Runde. Ich bleibe mit den beiden hier mal eine Runde passiv. Das heißt, sie bekommen 3 mehr. Dürfen dann allerdings sich auch nur verteidigen. Okay. beginnen wir doch gleich mit Conan, der einfach mal hier rein raced und das eine Skelett noch zertrümmert. Jawohl. Mit 1 Rot, 2 Gelb. Go, go. Das wären 4. Ja, das würfel ich nicht nach. Weg damit. Halt. Okay.
Mhm. Meine raus, nicht deine. Achso, die sind auch raus. Ja, der zweite, ja. Gut, 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 gut. Muss ja alles hier korrekt notiert werden. Ne? Ja, vergiss es nicht. Mhm. Fürs nächste Mal heuern wir uns extra noch einen Notar an. Genau, der hat alles auch gut wirklich bestätigt. Okay. Materiell beglaubigt. Jetzt haben wir noch den 2, 4, 5 sind noch da. Ja. Das heißt 5 Rüstung. Und was hat er? 3 Lebenspunkte? 2 Lebenspunkte, oder? 3 hat er. 3 hat er, genau. 3 hat er. Das ist mir noch ein bisschen. Das wären 8. 5 Rüstung ist halt schon echt mächtig. 5 Rüstung ist echt mächtig. Ja, vor allem weil du. Ja, naja. Aber ich könnte ja einfach mal so ein bisschen versuchen, irgendwie ein bisschen was zu reißen. So, also für 1 kriegt sie erstmal fliegen. Das heißt, die kann fliegen jetzt die Runde. Und dann fliegt sie mal für, wie weit kann sie? 2. 1, 2 da hoch. Und greift mal das Skelett an mit 2 gelben Würfeln. Eine Rüstung. Ich bleib dabei. Jawohl. 2 Punkte. Du bringst mich in Zugzwang, Alter. Du bringst mich etwas in Zugzwang. Es sind auf den orangen Würfeln auch Leerseiten drauf. Jetzt wäre meine Zeit. Verdammt. Das heißt aber nicht, dass ich sie auch alle würfeln muss. Okay. Ja, ist ja kein Thema. Ist ja gar kein Problem. Dann, zaubern wir den jetzt halt einfach noch um mit 2 Orangenwürfeln. Das habe ich mir jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt, aber ist egal. 2 Orangenwürfel. Und. Hättest du es gleich mal so gemacht mit 4? Hätte ich es gleich mal so gemacht. Ja, dann ist er auch weg. Okay, sind wir das Senator dann auch durch? Dann habe ich noch den Amra. Hm. Ich meine, ich könnte es ja eigentlich mal probieren, oder? So. Auf Krampf? Mach, dann ist es vorbei halt. Mach, dann ist es vorbei. Wenn du es schaffst, ist es vorbei. Wenn du es nicht schaffst, dann gucken wir, was passiert. Das sind 4 Rüstungen, 7 müsste ich machen. Ich habe 3 rote, 2 gelbe Würfel und einen ganzen Haufen reinlegen. Aber dann steht er da oben und kann nichts tun und dann kommt ein Dicker halt. Der kommt so oder so. Weil du gehst nur ein Feld. Ich gehe gar kein Feld mehr. Okay. Nee, ich bin durch. Ich bin durch. Das kostet mich 2, hast du gesagt. Mhm. Und es ist eine Aktion, gell? Genau. Es ist genauso eine Aktion, wie wenn ich die jetzt wegmache, ne? Na, das ist halt, du musst quasi den Scooters aktivieren und dann anstatt anzugreifen, kannst du 2 ausgeben, um das zu machen. Scooters aktivieren kostet mich 2. Ich kriege erstmal, ne, ich kriege schon 7. Du kriegst 7. Ich kriege erstmal wieder 7 zurück, genau, sowas. 3. Oh, das sind ja alle. Okay, pass auf. Shit. Alter, Alter. It's not so easy, sag ich dir. Mhm. Okay, Scudos aktivieren wir mal mit 2, gell? Da kostet man dann mit 2. Mhm. Und dann mache ich dieses Zauberdingens da mit 2. Mhm. In, genau, auf sie halt. Mhm. Mit. Das heißt, es kostet mich hier auf einmal diesen, auf jeden Fall schon mal diesen einen Edelstein. 2. Und das war jetzt höher als die Verteidigung. Ja, ohne Edelstein verteidigt sich nichts, ne? Deswegen kriegt sie auch noch 2 Schaden. Gut! Okay. Das war das Gutes. Genau, hinten. Das Gutes nach hinten. Das heißt, ich aktiviere natürlich den Dicken. Ich muss es machen. Das hilft mir alles nichts. Nächste Runde ist vorbei.
Und du stehst mit zwei Typen vor meinem Typen, das geht gar nicht. Ohne Scheiß, das geht überhaupt gar nicht, ich muss ihn aktivieren. So, den Dicken, der darf 3 gehen. Das bedeutet, ich kann an ihm vorbeigehen, ne? Okay. Aha. 1, 2, 3. Und er greift sie an mit 3 roten. Natürlich. Aha. 3. Aber du kannst die roten sogar neu würfeln, ne? 3. Und einen würfel ich neu. Kostet nur einer, ne? Weil der hat. Ach ja, stimmt ja, alle. Okay. Du kannst theoretisch alle. Ja. Okay. Jetzt kannst du aber immer noch ausgeben, um den noch mal zu würfeln. Jetzt gebe ich noch einen aus und mache nochmal Leerwurf. Pass auf. Nee, okay, immer 4. Ja gut, ne? Das sind dann 4. Das heißt, er kommt ja auch wieder nach hinten. Und das war's, ne? Ja. Leider ja. Okay, also die sind auf alle Fälle aktiv. Die auch, weil der eine Edelstein bringt jetzt auch nicht mehr groß viel mehr. Jesus. Jesus war ein guter Mann. Er hatte einen Umhang an. Er kannte sich mit Sandalen aus. Okay, das ist kacke. Das ist so kacke. Okay, die Belit. 1, 2, 3 und für 1 geht sie dann noch rein und schnetzelt einfach mal um sich mit einem Orangen, also einem Edelstein, ja, ist ein Oranger und der Säbel. Ich verstehe. Auf, oh Gott, wer ist denn schlechter? Die sind beide gut. Ja, die haben beide 1 Rüstung. Okay. Die haben dann dieselben Werte alle beide. Dann auf grün. Und einen Würfel darf ich neu würfeln. Weil bei ihr darf immer neu gewürfelt werden. Ich muss es verteidigen. Eins. Ja. Nochmal. Zwei. Ich muss es verteidigen. Shit, ey. Ich gebe jetzt gerade. Oh Gott, ich gebe alles aus, aber ich brauche die Rüstungspunkte, Alter. Einer, ja. Zum Kotzen. Dann greifen wir mal blau an. Ist die Rüstung. Gut, dann greifen wir nochmal grün an. 2, 3! Ha! Jetzt sollte doch zumindest mal einer gehen. 3. Alter. Das wäre jetzt ein Lack, gell? Wenn ich jetzt eine 2 würfe. Und eine Rüstung. Ja! Ja! Also manchmal habe ich schon Würfelglück. 2 und 1 Rüstung, das heißt auch kein Schaden. Bam, in die Fresse, Mann, in die Fresse! Gib noch ein bisschen aus, komm jetzt, kannst du alle wegräumen. Manchmal könnte ich, ne? Okay, gut. Aber ich bin ja noch lange nicht dran. Nein, nein, du hast ja hier noch deine ganzen meine Mittel. Hi-O-Pies. Deswegen 1, 2, 3 kann der gehen. Und dann machen wir doch mal. Oh Gott. Fernschuss. Jetzt kannst du alles wegräumen. Ich habe nichts mehr zu verteidigen. Ja, aber ich habe halt auch nicht ewig Edelsteine, ne? Weißt du was? Kommt drauf an, wie scheiße du würfelst halt. Weißt du was? Ich schmeiß meine Handgranate da rein. Oh ja, mach mal. 2 rote. So. Ist das dann so ein. Alle. Jeder kriegt das Ergebnis. WTF. Okay. Dafür. Ja. Muss ich jetzt da reinwerfen. Das bedeutet, ich habe eine Distanz von 1, die ich überbrücken muss. Ja. Das heißt, ich muss einen Erfolg würfeln. Ja. Mit Orange. Mit einem orangen Würfel. Okay. Das heißt, ich treffe dieses Feld. Ja. Und jetzt gibt die Explosion halt eben 2 Schaden. 2 rote Würfel, Schadenspunkte für jeden. Okay, das sind 3. Das wären 3, du kannst nichts verteidigen. Nein. Die Belit kriegt den gleichen Schaden aber auch. Okay, krass. Das heißt, bei ihr gebe ich einen aus. Das bedeutet, ich darf. Das hier ist ihr Kettenhemd. Ja. Das da ist der Bonus vom Säbel für die Verteidigung und das da ist der Verteidigungswürfel. Hast du mal scheiße gewürfelt, Alter? Ja. Gut. 3 hier rüber. Schön war's. Okay, krass.
Okay, aber deine sind auch alle weg. Aber echt alle, ey. Alle raus. Alles rausgeholt, was ging. Alle Skeletons. Dann gehen wir mit N'Gora hier rein. Jawohl. Und machen die Kiste auf mit zwei. Jawohl. Juhu. Die hat die Handgranate. Und du musst sie jetzt nicht umdrehen oder so. Die bleibt schön. Die ist natürlich. Achso. Nee, die ist natürlich. Ah, wollt schon hier, ne? So, jetzt habe ich den Pictish Drink bekommen. Der kann mich in einen Werwolf verwandeln. Nee, wenn ich den trinke, bekomme ich, also regeneriere ich quasi, oder kann ich zwei Edelsteine freimachen, bekomme dafür aber eine Verletzung. Whatever. Also er, nicht sie. Derjenige, der es halt trinkt, ja. Du musst es ihr aber erst geben dann, ne? Wie war das? Müsste ich es ihr erst geben, ja. Genau. Soweit habe ich aufgepasst. Ja, bitte? Ja. Also da komme ich nicht weg. Ich will noch diese blöde Kiste haben. Okay, also Amra. Amra the Lion. Kommt da rein. Und macht einfach mal die Kiste auf. Es sind eh alle abgelenkt hier. Was war denn los? Oh shit, Amra. Was hast du gemacht? Amra, was ist los mit dir? Jetzt. What the fuck is wrong with you? Und er findet einen Bogen. Ja, lieber später als nie. Ist egal. Alle Kisten offen. Ist ein Punkt, genau. Wie er das abarbeitet. Schön. Ja, das war ein aber bisschen. Du brauchst auch mal XP, weil du musst ja leveln halt, weißt du? Es war ein bisschen frustrierend zu sehen, nach dem letzten Mal so 10 das Erfahrungspunkte toll. Dass es von 10 keiner kam halt, ne? Geht ja, gar nichts, genau. Okay. So. Ja. Jetzt hast du noch hier. Zwei rote Würfel, zwei gelbe Würfel in die Fress. Ich würde mal sagen, 2, 4, 6, 7 in die Fresse. Das war ordentlich, ja. Ja, somit würde ich sagen. Ist dieses Spiel beendet? Tada! Ging jetzt erstaunlich schnell. Ja, okay. Doch, muss man sagen. Heroes Victory. Skutus defeated Noliades emerges from the alcove where he has been hiding. The thief indebted to the mercenaries explains that they are looking for the vile Kothian mercenary named Constantius and that his hideout is located southwest of Agrapur in the heart of the eastern desert. Mm-hmm. The hero's side earns one victory point. The next scenario played is the scenario 7, the Crook's Hideout. Genau. Super. Ja. Tja, hier müsst ihr auch nichts, hier müsst ihr auch nichts entscheiden, weil es wurde schon vorgegeben, was wir spielen. Genau. So ersparen wir uns diese Blamage vom ersten Mal, wo es eh keinen interessiert hat. Ja, gut, ne? Dann würde ich sagen. So, wie viel XP hast du denn jetzt? Okay. Sind dann insgesamt 2, 4, 6 und den Sieg 10, 16. Nicht schlecht. Plus die 10 von letztem Mal 26. Das heißt, ich könnte das erste Level abverteilen. Okay. Das bedeutet? Das überlege ich mir. Bis zum nächsten Mal. Genau. Okay. Dann war es das von uns mit dem zweiten Kampagnenteil. Der Overlord hat echt abgelutscht. Ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht auch über diese ganzen. Also du hast die ganz schön durchgeschnitzelt und ich hatte kein einziges Mal das Gefühl jetzt in diesem Szenario, dass ich irgendeine Chance gegen dich hätte. Das finde ich ein bisschen schade. Also es gibt mir ein bisschen das Gefühl, als wäre ich trotz aller Übermacht am Anfang völlig, völlig hilflos gegen diese overpowerten Monsterhelden halt. Ich habe mir auch ein bisschen mehr von deiner Seite aus erwartet. Also mit den Skeletten und der, vor allem der Rüstungsfähigkeit und so. Vielleicht wäre es geschickter gewesen, erstmal Skelette noch aufs Brett zu hauen. Ja. Bei ihm. Und ihm einfach hinzustellen. Weil dann hättest du vielleicht noch von seiner Fähigkeit profitieren können, dass er nicht angegriffen werden kann, solange die Skelette da sind. Ja, aber selbst hier, schau, da standen 4 Stück in dem Raum und du schmeißt einfach eine Handgranate rein und alle sind weg halt. Ne? Das ist ja gut, aber schon fies. Aber so ist das Game halt, ne? Genau. Na gut. Okay. Nächstes Szenario wird anders und nee, wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem. Wir werden sehen. Genau, dann sehen wir uns da und viel Spaß beim Anschauen. Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ade mit E. Ciao.